Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir für unsere Webseiten bzw. unseren Webserver eine eigene Sitemap erstellen. Wie wir hier sehr schön in diesem Wikipedia-Artikel sehen, wenn wir einfach unter Wikipedia nach Sitemap suchen, können wir nachlesen, dass sich 2006 die drei größten Suchmaschinenbetreiber darauf geeinigt haben, wie eine solche Sitemap auszusehen hat. Und Sitemap aus dem Englischen ja schon zu übersetzen, ist mehr oder weniger eine Art Indexseite, in der komprimiert die Informationen der ganzen Webseite, sage ich jetzt mal, wiederzufinden sind. Sie ist XML-artig strukturiert und wenn der Suchbot von zum Beispiel Google, MSN oder Yahoo auf Ihre Webseite kommt, dann sucht er zuerst nach solch einer Sitemap.xml. So, und wenn er die dann findet, dann wird er sie einlesen und das hat Vorteile für uns, weil wenn diese Webseite, diese Sitemap XML ordentlich aufgebaut ist, können wir somit der Suchmaschine bessere, sage ich jetzt mal, Informationen über unser Webangebot geben und das wiederum führt zu besseren Treffern und das wiederum führt zu mehr Traffic auf unsere Webseite. Es ist also grundsätzlich sinnvoll, so eine Sitemap auf dem Server zu haben. Und da wir schnell Ergebnisse haben wollen, gibt es auch direkt eine passende Webseite dazu, die für uns eine solche Webseite erstellt. Die finden wir unter http://www.xml-sitemaps.com. Scrollen wir etwas runter, müssen wir hier unsere URL eingeben. Da gebe ich jetzt mal simplevideo.googlepages.com an. Jetzt, wie oft aktualisieren sich meine Webseiten? Das muss ich auch noch angeben. Das ist eine Information, die wird in diese XML reingeschrieben und wenn dann zum Beispiel auf meiner Semper-Video bzw. auf meiner Google Pages-Webseite eine Seite indexiert ist, das sehen Sie dann am Ende des Videos quasi, dann bekommt der Google-Bot oder Yahoo, MSN-Bot die Information, diese Webseite, die du gerade siehst, bzw. die in meiner Indexdatei steht, die ändert sich, sage ich jetzt mal, täglich oder wöchentlich oder monatlich. So, und dann weiß der Googlebot schon relativ genau, wann er denn mal wieder vorbeischauen soll. Um eben zu prüfen, ob es auf dieser Webseite, und jetzt rede ich nicht von Website, sondern nur auf dieser einen Webseite eben neue Informationen gibt. Okay, klicken wir mal drauf. Hier, dieser Service ist nur geeignet für Websites, die weniger bzw. maximal 500 Seiten haben. Das dürfte aber für die meisten zutreffen. So, dann wird es durchsucht. Und da auf dieser Webseite jetzt relativ wenig liegt, bekomme ich hier relativ schnell das Ergebnis angezeigt, kann die dann hier als HTML-Seite runterladen oder eben im Textformat. Öffnen wir das mal in einem Tab. Und wenn wir dann noch was weiter nach unten scrollen, dann bekommen wir hier auch die XML-Sitemap komplett angezeigt. So, auf meiner Webseite befindet sich noch ein defekter Link. Gut, das ist ein Fehler von mir bzw. von dieser Webseite, aber die Webseite ist sowieso nicht dazu geplant, sage ich jetzt mal richtig, irgendwas darzustellen. Das war nur ein Projekt aus einem anderen Video. So, hier haben wir also das gewünschte Ziel. Das bedeutet, das Ganze wird komplett kopiert. Dann in eine neue Datei eingefügt. Die neue Datei wird dann eben sitemap.xml genannt und die kann dann auf unseren Webserver hochgeladen werden. Und hier sehen wir dann zum Beispiel die Auflistung der einzelnen URLs. Da sehen wir also jetzt hier URL, dann Log für Location, HTTP und dann Semper-Video, googlepages.com und dann Priorität 0,5 und dann eben Change Freak für Frequenz. Täglich gibt es hier Updates. Ja, und theoretisch könnte man jetzt, nachdem man sowas einmal gesehen hat, sage ich jetzt mal, eine Sitemap selbst aufbauen, aber da sind dann meiner Meinung nach die Möglichkeiten doch viel zu groß, dass man sich da verschreibt oder andere Fehler macht. Deswegen, wenn man weniger als 500 Seiten hat, einfach zu XML-Sitemaps.com hingehen. Dieser Service sucht unseren Server komplett ab, findet alle Seiten, trägt sie ein. Wir brauchen nur noch die Sitemap XML hochzuladen und dann hoffen, dass eben Google aus dieser Sitemap bessere Schlüsse zieht,
als wenn er unsere Webseiten einzeln indexiert. Aus diesem Konzept ergibt sich natürlich als logische Konsequenz, dass, wenn ich jetzt auf meinem Webangebot eine dritte Seite hinzufüge, zurzeit habe ich ja wirklich auf sempervideo.googlepages.com nur zwei Seiten, nämlich die Homepage und dann noch eine Unterpage, die meine Hobbys heißt, sollte ich noch eine dritte Seite hinzufügen, dann steht die natürlich nicht in meiner Sitemap automatisch drin, und wenn der Googlebot vorbeikommt und meine Sitemap durchsucht, dann findet er eben diese Webseite nicht, bekommt dort also nicht unbedingt die neuesten Informationen. Er durchsucht meine Webseite höchstwahrscheinlich auch so, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir neue Webseiten erstellen, dass wir dann eben auch unsere Sitemap anpassen. Okay.